Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Huhu, und glaubt mir, das, was ich euch jetzt zeige, das sind die Hammerschnäppchen des Jahres. Ich habe hier vor dem Kanal schon das ein oder andere Mal davon erzählt, dass es in Wien eine sogenannte Karla gibt. Das ist mehr oder weniger ein Lagerhaus von einer karitativen Organisation. Da kann man Dinge, die man selber nicht mehr braucht, einfach hinspenden. Die verkaufen das dann und der Verkaufserlös kommt dann quasi ihren karitativen Projekten zugute. Es ist relativ interessant, da man dort quasi von Besteck bis hin zu kompletten Couchgarnituren eigentlich alles bekommt, aber natürlich bekommt man auch Bücher, CDs, Schallplatten und Filme. Und da gehe ich halt einfach gerne so einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate vorbei, um mir Dinge zu holen. Und da bin ich jetzt wieder einmal fündig geworden. Einerseits habe ich mir eine DVD mit einem Kabarettprogramm geholt. Thomas Maurer ist einer der nicht nur gescheitesten, sondern eigentlich auch lustigsten österreichischen Kabarettisten. Das ist ein super Programm, das ich sogar auch live gesehen habe auf der Bühne. Aber wie gesagt, wenn die DVD dann dort plötzlich um 1 Euro herumsteht, I'd buy that for $1. Aber kommen wir dann zu dem, was tatsächlich absolute Schnäppchengarantie war, denn ich persönlich liebe ja Krimiserien und finde eigentlich, dass die Serie Criminal Minds nicht nur hinter den Kulissen interessant war, wenn man sich fragt, oh, wer wird denn heute von Thomas Gibson getreten, aber das ist eine der spannendsten und coolsten Krimiserien ist und deswegen habe ich dort dann auch ein bisschen zugeschlagen. Jo, für diejenigen von euch, die zählen können im Zahlenraum 10, denen ist vielleicht aufgefallen, dass die Staffeln 1 und 4 fehlen. Das hat grundsätzlich einfach nur damit zu tun, dass ich die Staffeln 1 und 4 bereits auf DVD hatte. Die erste habe ich mir dann damals, wie sie neu rausgekommen ist, selber gekauft, weil ich die Serie so geil fand. Und dann waren sie mir aber irgendwie zu teuer. Und ich habe es einfach nur im Fernsehen geschaut oder so irgendwas. Und dann die vierte, weiß ich noch, kam dann von Buena Vista oder wie sie damals geheißen haben, als Pressemuster für die DVD-Reviews bei DVD-Forum. Das heißt, diese 2 Staffeln hatte ich schon, was ich in dem Fall recht interessant finde. Von der ersten Staffel habe ich sogar die Erstauflage, wo noch dieser Hologrammsticker drauf ist, was gemein ist, weil damit die Staffelnummer nicht auf der richtigen Höhe ist wie bei den anderen Titeln. Es gibt tatsächlich, hätte es bei der Carla übrigens natürlich auch, die Staffeln 1 und 4 gegeben. Aber habe ich mir natürlich nicht geholt. Ich hätte tatsächlich die erste Staffel auch noch mitnehmen können. Die war nämlich auch die neue Auflage ohne diesen Hologrammsticker. Aber ich war der Meinung, eine Staffel von einer Fernsehserie, die ich schon besitze, ein zweites Mal zu kaufen, nur damit auf dem Spine kein Hologrammsticker drauf ist. Okay, klingt genau nach einer Sache, die ich eigentlich machen würde. Ich glaube, ich sollte noch einmal hin und das machen. Aber ganz kurz die Frage an euch. Ihr könnt ja eure Tipps an der Stelle in den Chat bzw. in die Kommentare von diesem Video schreiben, was ihr glaubt, dass das hier alles gekostet hat. Das sind 8 Staffeln von einer Fernsehserie, jeweils sowas um die 5, 6 Discs herum und ein Kabarettprogramm. Gut, beim Kabarettprogramm habe ich ja schon verraten, dass es nur 1 Euro gekostet hat. Aber der Gesamtpreis, ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr noch ein bisschen tippen wollt. Von all dem waren 17 Euro. Ja, für eine Staffel von einer Fernsehserie zahlt man dort gut und gerne 2 Euro. Und das finde ich eigentlich relativ geil. Es gab auch so ziemlich alle Big Bang Theory Staffeln. Aber ich muss zugeben, ich möchte wirklich bald wieder dorthin, weil ich einfach es eilig hatte und keine Zeit hatte. Ich war quasi nur im Vorbeigehen, hat es mich für 10 Minuten hineingeschneit. Und da habe ich mir das schnell mitgenommen, was mich da quasi als erstes interessiert hat. Bei den anderen Sachen, wo ich nachschauen habe müssen, bei Big Bang Theory, wollte ich noch wissen, ich glaube, da habe ich auch die ein oder andere Staffel auf Blu-ray, da muss man dann wieder in der OFDB reinschauen. Gut, habe ich für das auch gemacht, aber mir war die Serie ehrlich gesagt wichtiger, weil ich die wesentlich besser finde als Big Bang oder Two and a Half Men oder so irgendwas. Wobei die Two and a Half Men Staffeln hätten sie auch
Aber die schauen scheiße aus, die Hüllen. Weil natürlich dadurch, dass das alles private Kleinsammlungen sind, die die Leute eben einfach abstoßen, weil sie es nicht mehr brauchen, kann man sich natürlich auch ganz gut vorstellen, was für einen Zustand die Sachen dort meistens oder oft sind. Aber die Sachen, die ich mir da rausgepickt habe, sind wieder absolut super. Geile Sache und ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.